Ach, Detlef, das steht dir aber gut. Ach, das sieht so wunderschön aus. Detlef, guck dir mal das da unten an. Das unterstreicht so deine Gangster-Einstellung. Das solltest du unbedingt mal ausprobieren. Nee, das nicht. Das versteckt dein wunderschönes Gesicht. Was? Was? Ihr seid schon da? Verdammt, das bitte nicht ernst nehmen. Willkommen zurück zu Trials Evolution. Ich hatte ja gesagt, wir gehen jetzt mal einkaufen. Ja, das war gerade peinlich. Wir gehen jetzt mal einkaufen. Das war jetzt ja unser Standardhelm. Will ich nicht. Wir nehmen mal was anderes. Wir können uns ja mal als Eminem verkleiden. Nee, das ist der Raumanzug. Das ist unser Superzylinder mit dem Superbart. Fliegerhelm und Maske, wofür? Fliegermaske, Fliegerhelm. Retrohelm. Das sieht doch cool aus, ein Retrohelm. Retrobrille. Nee. Stunthelm. Retrohelm. Motocrosshelm. Er zoomt immer rum, ich will doch nur hoch. Trials Jethelm und Maske. Trials Jethelm Brille. Trials Brille. Wenn wir das nehmen, ich glaube, das ist halt drauf rum zu scrollen. Können wir nehmen mal das hier. Klassisches Bandana. 13.000. Aua. So. Oberkörper. Wir haben den Kapuzenpullover und die Daunenweste. Jetzt haben wir noch eine Lederweste. Ach, du hast aber starke Arme, Detlef. MX Langarm-Shirt. T-Shirt. Das ist ein bisschen übertrieben. Bisschen übertrieben. Das ist ein bisschen zerfetzt. Das sieht doch cool aus. So eine Motorradjacke. Eine Motorradjacke. Eine Motorradjacke. So rum. Nee, komm, wir nehmen das T-Shirt. Das sieht lockerer aus. Nur komisch, dass das hier weiß ist. Und hier grün. Naja, 15.000. Komm. Aha. Was nehmen wir denn? Hallo? Hallo? Ah, so funktioniert das. Wir machen mal so, hä? Weiß. Alles muss weiß sein. Weiß ist eine schöne Farbe. Unterkörper. Zeit für die Hosen. Tarnhose mit Werkzeug. Warum? Warum kauft man sich sowas? Das ist eine hässliche Hose, die überhaupt gar nicht zu den Schuhen passt. Du, das passt überhaupt nicht zu den Schuhen, Detlef. Cargohose. Tora Jeans. MX Rennhose. Klassische Jeans. Komm, wir nehmen die Motorrad-Jeans, oder? Das sieht lässig aus, einfach. Sieht echt lässig aus. Hände. Leder-Turnhandschuhe. Halbfinger-Lederhandschuh. Leder-Rennhandschuh. Was ist das hier? Fliegerhandschuh. MX-Rennhandschuh. Motorrad-Handschuh. Raumanzug-Handschuh. Ich würde sagen, wir nehmen die Motorrad-Handschuhe. Ja, doch. Das sieht gut aus. Ah, das sind Raumanzug-Schuhe. Steht da Raumanzug-Schuhe? Ah, ne, Raumanzug-Handschuhe. Alles andere wäre komisch. Füße. Wir können auch barfuß fahren. Das will ich nicht unbedingt. Alte Rattler-Stiefel. Lange MX-Stiefel. Springer-Stiefel. Mit weißen Schnürsenkeln. Lass uns mal eine Runde Motorrad fahren. Retro-MX-Stiefel. Kurze Motorradstiefel. Motorrad-Sneaker. Nee. Wir nehmen die lange MX-Stiefel. Ja, das sieht schon viel besser aus, hä? Gut, dann fahren wir. Wo waren wir denn letztes Mal? Waren wir bei schwer? Ich glaube. Ja, genau. Bei Klassiker. Ach, da werden Erinnerungen wach. Diese Strecke erfordert Geschick. Ja, und mir fehlt es an Geschick. Das ist ein bisschen doof. Aber wir kriegen das hin. Irgendwie komme ich durch. Wir haben es ja auch letztes Mal geschafft. Wie cool der Typ jetzt einfach aussieht mit seinen brennenden Klamotten. Ich wollte sagen, wie cool der Typ jetzt aussieht mit seinen kurzen Klamotten. Natürlich null wie ein Motorradfahrer, aber das ist ja egal. Das Spiel ist eh unrealistisch. Von daher ist das ja eigentlich Wurst. Aua. Bumm, bumm. Voll unter meinem Hinterteil explodiert. Komm, ich drück gar nicht mehr. Oh, ich will ja immer nur so schnell wie möglich durch. Ich will ja auch Content liefern. Naja. Hat jetzt nicht so gut funktioniert.
Fahr doch hier hoch, fahr hoch. Ha, 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 ha. Nein, nein. Immerhin. Immerhin noch zum Checkpoint gekommen. Nein, 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 nein. Alter Schwede. Okay, das war eine massive Explosion. Oh, oh. Ich weiß zwar nicht, wo ich jetzt eine Bombe berührt haben soll, aber es hat scheinbar gereicht. Ach, die liegt da unten, okay. Aber eigentlich explodiert eine Bombe doch nur, wenn man vorne den Zündkopf trifft. Und nicht, wenn man sie einfach so anrempelt. Oh, wenn ich das jetzt nicht am eigenen Leib untersuchen möchte, bitte. Jetzt fahr nach da hoch, das ist jetzt nicht dein Ernst, jetzt komm hier. So, nein, 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 nein. Oh nein. Oh, das wird super. Oh, das wird super. Oh nein. Ach nö. Ach nö. Aber dafür, dass ich die Tastatur benutze, was man übrigens im Hintergrund hört. Ups. Dafür, dass ich die Tastatur benutze, bin ich schon ganz schön weit gekommen. Das müsst ihr einfach mal zugeben. Nein, 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 nach vorne bitte. Ja, 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 ha, 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 ha. So. Und bis ich da drüber bin. Jawohl. Och nö. Vom Regen in die Traufe. Ja, wobei, aus der Traufe schnell wieder raus. Und gleich wieder rein. Und zwar mit dem Rücken voraus. Der macht gerade Party. Nein, 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 nein. Nein, nein, nein. Aua. Festgefahren. Oh nein. Hey, Freunde. Nein, 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 nein. Voll wieder runtergesägt. Komm, in einem Stück, in einem Stück, in einem Stück. Jawohl. Oh, oh. Ah, und auch noch getroffen. Das müsst ihr mir hoch anrechnen. Ich habe den auch noch gelandet. Was ich mich ab und zu frage ist, gibt es sowas wie hier auch in echt? Also natürlich nicht so übertrieben, sondern vielleicht so in der Halle einfach, wo man... Also natürlich sowas wie X-Games jetzt quasi, aber halt mit Hindernissen. Ich wollte nur kurz, dass ich in die Luft fliege. Nein, 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 nein! Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Wie weit geht's noch in die Richtung? Ach, hier ist die Wand, okay. Nein, nein. Hat voll was gebracht. Ach, voll die Zähne ins Holz gerammt. So eine richtige Spur hinterhergezogen. Jetzt lehn dich doch, lehn dich doch. Nein, 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 lehn dich doch. Nach hinten. Auchi, auchi, woo. Gleich macht's noch mehr. Auchi, auchi, woo. Bumm. Das sieht ab und zu so schmerzhaft aus. Ja, endlich. Nein. Aber wir kommen dem Ziel näher. Das müsst ihr zugeben. Wenn auch langsam. Aber wer langsam ist, kommt auch ans Ziel. Wie soll ich hier rüberkommen? Wie in Gottes Namen soll ich hier rüberkommen? Nein, 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 nein. Boom. Aua. Ah, das hat's ja vollgebracht. Das hier zählt nicht, ne? Na, natürlich. Hat schon auf der Xbox nicht gezählt. Aua. Ey, ich war jetzt wieder kurz davor, einen Witz zu erzählen. Hab nämlich gerade einen schönen auf Lager, aber den bekommt ihr leider nicht zu hören. Vielleicht doch. Nee, den darf ich nicht erzählen jetzt. Ha, ich muss ihn nicht erzählen. Dürfte auch gar nicht, der ist gemein. Wollen wir mit dem Kopf ins Feuer? Boom. Er speichert schon wieder. Ich überspringe das mal.
Aus der Medaille. Hey, $960, $475. Oh komm, eine Strecke passt noch rein, wir haben Zeit. King of the Hill. Ich weiß ja nicht, wie ihr das seht, aber irgendwie klingt dieser Name und auch die Beschreibung, Entschuldigung, diesmal gibt es kein Bier für den Gewinner. Irgendwie klingt das, als wäre das wieder so eine halbe Stunde Strecke. Deswegen machen wir das, was wir auch schon letztes Mal gemacht haben, um die Folge immerhin noch an Niveau und Unterhaltung zu bereichern. Schauen wir mal, was wir hier noch finden können. Ah, Skisprung, Feuerring. Komm, wir machen mal Feuerring. Haben wir das schon mal gemacht? Ich glaube nicht. Oder doch? Ne, ich glaube, das habe ich mal gemacht. Als ich es ausprobiert habe, ganz am Anfang. Ist ja schon ewig her, ist ja... Nach 2 Wochen jetzt. Ah ja. Nein, 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 nein. Ha, 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 ha. Nein, 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 nein. Hey, ich habe meinen Rekord gewonnen. Ich habe meinen Rekord gewonnen. Ich habe meinen Rekord gewonnen. Ich habe meinen Rekord. Ah, mein Rekord. Oh, scheiße. Um, um, um. Wie viele noch? Um. Okay, hier ist Ende. Persönlicher Rekord. Nichts. Komm nochmal. Jo. Hier will man alles hier. Nein, nein, nein. Hier hoch. Hier nach vorne. Das Ding ist ultra schwer zu steuern. Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Oh. Sieht irgendwie schon schmerzhaft aus. Oh Mann. Wir lassen den da mal machen, bei was auch immer er macht. Irgendwas? Ich weiß nicht genau was. Riecht hier gerade richtig lecker. Ach, ich habe das Fenster auf. Der Nachbar ist wieder am, am Kochen. Ja, ja. Ich glaube, ich muss gleich mal rüber. Ach komm, Ergebnisse. Es bringt eh nichts. Wir kommen eh nicht viel weiter. 180, dann. Toll. Nächstes. Komm, wir machen noch was. Hat er noch Zeit? Lieferung. Ach, das ist das mit den Bomben. Das hatten wir schon. Die Stufen hinunter. Komm, wir machen das nochmal. Wir brechen uns die Knochen. Hab ich das? Wart ihr da dabei? Ne, das war außerhalb der Aufnahme, als ich Medaillen gesucht habe. So war das nicht gemeint. Komm jetzt. Nein, so auch nicht. Nein, so auch nicht. Er soll da runter. Nein, so auch nicht. So, genau. Boom. Ach, aua. Ich hab da was im Kreuz. Aua. Aua. 65 Knochen. Gebrochen. Wie viel hat denn der menschliche Körper? Das ist genau sowas, was man in Biologie nicht lernt. Ich könnte euch runterbeten, wie neue Arten entstehen, wie das Immunsystem funktioniert. Hey, ich hab die... Goldmedaille, das ist ungewohnt. Wie das Immunsystem funktioniert, wie DNA-Replikation funktioniert, die Transkription und Translation, bla, aber man lernt nicht, wie viele Knochen der menschliche Körper hat. Ja, Goldmedaille. $780, $195. Naja. So. Und wieder einmal gucke ich auf die Uhr und sehe, es ist schon wieder an der Zeit und frage mich, wer hat an der Uhr gedreht? Ist das wirklich schon so schwer? Jedenfalls, ja, die Zeit ist alle. Sie ist wirklich alle. Und ich verabschiede mich für diese Folge. In der nächsten Folge spielen wir King of the Hill. Ich hoffe, das ist nicht wieder sowas wie in Folge Nummer 12, die ich bis heute liebe und hasse zugleich. Naja. Also, in diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Ciao.